Scheiße. Kacke, ich hab's nicht mehr mit dem Unkraut. Shit, das ist gut. Mein bester Also am besten bleiben wir erst außerhalb der Reichweite unserer stationären Kampfkarte. Wir brauchen uns halt einen neuen Trupp, das ist ja das Prinzip. Du kannst bleiben, dass du deine Einheit und den Tonneflops. Da ist der Edwardson. So, ich bin mir zwar nicht sicher, dass das Ding mich zu reißen, aber wahrscheinlich treffen uns beide stationären Kräfte. So, dann machen wir uns hier einfach mal auf Distanz und dann können wir da einfach durchrennen, die stationäre Kanone mitnehmen und dem uns dann hier den Kommandoposten. Das Problem ist halt, dass sie recht langsam schießen, aber was wir machen müssen, das ist schon. So, ist vielleicht nicht so schlau, hier im Feuer von dieser stationären Kanone jetzt hier stehen zu bleiben. Oh, fuck, Alter, komm mal zur Kugel auf. Ich meine, Rohstoffe sollten wir jetzt echt genug haben. Ich schicke einfach hier wieder Sepoi. Und Belagerungselefanten. Ich denke, mehr brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Oh fuck! I am going. Yes. Nein! Ein Verräter wird mich nicht besiegen! Hau sie weg, dumme Kanone! Mein Blut nährt an. Ach, wir haben Edwardson gerade. Okay. Red, yes! Lebt der noch? Nee, klasse. Kacke, hier müssen wir den Zucker erobern. Scheiße. Na egal. Das kriegen wir hin. So. Mekarunga. Mekarunga. Komm, wenn wir die einfach mit, greifen sie jetzt eh nicht mehr an. Shitty, jetzt hat er die Kanone wieder. Liegt der jetzt am. Ist der jetzt am Boden zerstört, der Typ? Ja, wahrscheinlich schon. So, komm, schneller ein paar Sepois und dann machen wir hier wieder Party. Wieder Zerstörungsparty. Yeah. So, einfach alles weiterentwickeln, egal ob es was bringt oder nicht. Weil wenn wir es dann irgendwann doch brauchen, haben wir es direkt zur Hand. Direkt zur Hand, genau. Komm, da stehen nur so ein paar Rotröcke. Die hauen wir weg und dann gehört die Kanone wieder uns. Ich sehe da gerade kein Problem. Streng genommen können wir eigentlich alles, aber Moment dann. So, schlagen wir mal kurz über die Stränge. Oh, Wortwitz. Und nehmen einfach mit so ein paar schnellen Kamelen. Indien und Kamele, ist echt. Doch, passt. Dann können wir ja mit den Samburaks schon mal die Kanone säubern, weil die sind wesentlich schneller als der Trupp hier mit den Belagerungselefanten. Dann säubern die das, dann gehört die Kanone wieder uns und die kann dann erstmal das Ding da beschießen und dann hier den Kommandoposten. An sich eigentlich ganz geil. So, ein Glück, dass ich die da hinten hingeschickt habe, aber das mit der Heimatstadt, das lassen wir jetzt mal gut sein, das wird hier eh nix. Ich meine, Rohstoffe haben wir ja genug, vor allem Holz auf einmal. Das ist so ein. Naja, ein Ding halt. Da fehlen mir schon die Worte hier, so dinglich ist das.
Irgendwie wird die Kavallerie auch recht schnell ausgebildet, habe ich das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur gefühlt ist oder wirklich, aber... Aber halt so, ne? Und so, so. Hier, ach, die sind fertig. Dann lassen wir die hier direkt mal da rumstehen. Und warten wir auch kurz auf die Samburaks, weil die werden die wahrscheinlich hier noch überholen, sobald sie fertig sind. Und ich denke, wenn die Samburaks einfach mal schnell die Kanone übernehmen, dann passt das hier auch. Müsste, ne? Oh, kommt zu mir, Samburak. Hoppala. So, und die Samburaks überholen jetzt schon den Turm hier. Mit der Aufgabe, da hinten die Musketiere wieder zu schnetzeln. Ich hoffe, dass die zu schnell für die Kanonen sind. Die Kanone macht nichts. Aber es ist besser als auf uns zu schießen. Toll, wieder die vorderen Reihen hier fucking schmeißen, was auch total sinnvoll bei Steinwellen ist. Uhaha. Wir treiben die Brücke. Uhaha. Ihn weg mit euch, Briten! Nicht einmal die Kompanie konnte Edwardson helfen. Ich fürchte, dieser Kampf ist der Anfang eines langen, verlustreichen Krieges. Ich bin beeindruckt, Nani! Aber du tötest nur einen Mann! Die Kompanie ist größer als ich! Sie ist größer als du! Sie ist größer als dieses ganze verdammte Land! Ich habe viel von dir gelernt, Colonel. Aber du offensichtlich nichts von mir. Deine Kompanie kann vielleicht ein Dorf in Brand setzen oder ein Haus. Aber keine Kompanie kann eine Seele in Brand setzen. Solche Leidenschaft besiegst du nicht. Nicht mit Geld, nicht mit Gewehren, nicht mit Männern. Zum Teufel! Mit euch allen! Komm, Nanib. Das ist unsere Bestimmung. Es müssen noch andere besiegt werden. Ja, ich fürchte, es wird immer andere wie ihn geben. Und das war Let's Play Age of Empires 3 The Asian Dynasties. An sich finde ich, das Spiel ist eigentlich eine gelungene Erweiterung zu Age of Empires 3.
Ja, was mich ganz persönlich so ein bisschen... Oh, die Musik, die passt irgendwie. Die Musik ist auf jeden Fall stimmig, finde ich. Die ist seit dem Einser also wirklich total stimmige Musik. Also ich hoffe mal, dass ich die CD von dem Einser noch finde. Weil das ist einfach ein Let's Play wert. Das muss sein. Aber auf jeden Fall, also das ist top. Was mich aber persönlich stört, ist, dass hier keine so zusammenhängende Story war, wie jetzt halt hier beim Vanilla, sage ich jetzt mal. Beim Vanilla Game, da hatte man ja hier so diese Black Familie da, hier den Opa, den Morgan, den Engel da, die Amelia da, und es hat irgendwie so ein bisschen Zusammenhang gehabt mit dem Zirkel von Ossos und sowas. Aber hier war jetzt kein so ein großer Zusammenhang, aber dennoch, trotz dass sie keinen Zusammenhang hatten, drei sehr gute Kampagnen, muss ich sagen. Nette Story und auch historisch korrekt, bis auf China, weil das ist historisch nicht belegbar, dass China in Amerika war, aber dennoch eigentlich eine ganz geile Idee. Muss man auch erstmal drauf kommen, muss ich zugeben. Ich meine, die hätten ja auch hier so China, was gab's da? Ich denke, da gab's mal einen Bauernkrieg oder sowas. Ach, schön. Auf jeden Fall, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall einen Bauernkrieg gab. Und dass der vielleicht für China auch noch in Frage gekommen wäre. Aber... Aber wie schon gesagt, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich so war, aber das mit Amerika, mit der Entdeckung, mit der versehentlichen Entdeckung Amerikas durch Test Infantry. Uhaha. Also diese fiktive Entdeckung durch China, das ist an sich eigentlich nicht schlecht. Ist eine gute Idee auf jeden Fall, finde ich gut gemacht. Und die Grafik halt, ist halt von 2007, da kannst nicht groß meckern. Ist jetzt nicht das aktuellste hier, aber dennoch eine sehr schöne Grafik. Kann sich jetzt halt nicht mit aktuellen Games messen, das ist logisch, aber dennoch ganz gut. Ich persönlich würde mich ja sehr auf Age of Empires 4 freuen. Es wäre dann wahrscheinlich im Ersten Weltkrieg, weil es wäre eigentlich das nächst große historische Ereignis, weil ich meine, was kam danach? Imperialismus? Vietnamkrieg? Französische Revolution, russische Oktoberrevolution, aber die waren ein bisschen später, dann kurz vor Erster Weltkrieg mit Stalin und Co. Nee, mit Lenin. Ach, hier sind wir schon durch. Oh Gott, ich rede hier schon die Ding durch. Naja, also, dann hier noch der Spoiler für das Folge-LP. Das nächste LP wird auf einer Insel spielen. So, das muss euch jetzt erstmal reichen. Ich hoffe sehr, dieses Let's Play hat euch gefallen und ja, wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt Let's Play irgendwas von Cold Killer. Bis dahin, ciao.